Jetzt geht's noch weiter runter. Ja. Als wenn wir nicht schon tief gefallen wären. Ich glaube, gleich kommen wir in China raus und bewegen uns überm Kopf. Ja, wie? Hier, Wie überm so. Kopf, Ja, wir meinst du hängen jetzt? so die Erde runter. So. Du redest ja ein Wir sind Stuss. einmal hier mit durch den Mittelpunkt der Erde. Dann hängt man runter. Der ist doch flüssig und heiß. Nein. Na, guck mal. Das war ein alter Mann aus Stein. Welcome to the center of the earth. Tatsächlich. Ah, guck, Das guck. gibt's da nicht. Ja, er denkt das jetzt nämlich auch, dass wir schon so tief gefallen sind Guckst du hier. da wie ein Paradies aus hier drin? Von wegen flüssige Lava. Das ist ein Traum, oder? So ein Traum. Hier könnte man Kinder großziehen. Hier könnte man Familien gründen. Wäre ich auch ganz fest für. Ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass wir Helena begatten. Bauen wir uns hier einen schönen ein Ferienhaus am Berghang. Kannst schon mal allein mit anfangen. Was? Ich mach da nicht mit. Ich will hier einfach nur noch raus. Das wird zu düster. Ach komm, du willst doch nur Ada. Ada Wong meinst du? Ada Wong. Ada Wong. Die gute. Ich glaube, die hat was mit Simons. Habe ich so ein bisschen so Simmons. im Gefühl. Simmons. Simmons. Der gute Simmons. Nee, die hilft mir. Ich denke, die ist schon aus gutem Material. Ah, Fähigkeitspunkte. Da kommt. Ach, da sind diese Oh, Flammen. ein Lampenzombie. Kann ich die Lampe kaputt Ja, machen? kannst du. Dann brennt er. Da ist noch einer. Ja, genau. Sehr gut. So, kurbeln. Und kurbeln wir jetzt noch mal ein I bisschen. promise you, we're not gonna let Simmons get away with all this. Good. He won't rest until he's paid for what he did to Deborah. Oh. Sie rennen einfach Da vor. wird jemand. Oh, ist das ein Axtzombie? Ich glaube schon. Langsam wird's hier gefährlich. Das wird immer gefährlicher. Im Prinzip, ich glaube, eine gute Fähigkeit zum Verbessern wäre auch extra Schaden gegen Zombies. Die gab es nämlich auch. Ja? Weil wir haben es mit verdammt vielen Untoten zu tun. Ich sehe gar nichts. Und ich glaube, ihr noch weniger, oder? Liebe Richtig. Zuschauer. Ja, guck, da kam sogar gleich Oh ja, habe ich auch die gehört. Antwort. Dass sie sogar mit uns kommunizieren können. Finde ich auch super, muss ich Das sagen. ist klasse, Mann. Die moderne Technik. Die macht es möglich. Und so macht das Let's Play auch Spaß. So macht es richtig Spaß. Ich liebe es, mit unseren Zuschauern zu kommunizieren. Hä, Helena? Ach, das ist wieder so ein Fleisch. Was läuft denn da aus dem raus? So eine Uschi Glas ist das wieder gewesen. Zu viel von ihrer Creme genutzt und so sieht man dann aus. Ich glaube, diese Uschis könntest du mal mit einer Brandbombe beglücken. Das sind nämlich verdammt viele. Die haben gar nichts mehr zum Wegbrennen. Doch, ist schon die Haut weg. Ach so. Hast du nicht noch eine Granate? Werf mal eine. Oh, der war auch schön. Ich kann mal so einen Sprengsatz, warte mal. Ja, okay. Das ist natürlich. Dein? Das war Junge, gut, oder? Der hat gesessen. Den letzten krieg ich noch einen Pumpenschuss. Uschi! Läuft da der Schmodder aus der Brust? Der hat siffende Rinnen, oder? Wo ist er denn? Ach! Oh, der 500 Fähigkeitspunkte hat er gegeben. Sehr nett. Und das auch nochmal. Und bald können wir auch unseren Pillenvorrat auch nochmal ein bisschen aufstocken, ne? Sind nämlich nur noch 5 drinne. Oh. Ja, guck doch mal kurz im Inventar, wie viele Kräuter wir noch haben. Mache ich sofort, wenn ich hier alles weg beseitigt habe. Denn sonst bin ich den schutzlos ausgesetzt. So. Jetzt Ruhe hier. Ach guck, dann können wir ja, die doch komm, direkt genau. mal in den Behälter lagern. Sehr gut. So, jetzt probier mal rotes Kraut, was das ist. Kann kann man das in den Behälter packen? Nee, das kann man nur wegwerfen. Wie, was kann das denn? Das gibt es ja gar nicht. Das ist, glaube ich, für Kombinationszwecke. Vielleicht. Ich sehe nichts. Echt, es ist zu dunkel hier. Ich gehe einfach mal hier weiter. Und wechsle mal wieder auf die Klapperschlange. Da ist einer. Ja, ich sehe da auch irgendeinen Schatten auf dem Zug wanken. Es ist auch verdammt düster. Ich will aus diesen Katakomben raus. Oh nein. Nee, das ist. Der da hinten kann ruhig ruhen. Na gut, komm, weiter. Helena. Oh!
shit! Das ist gefährlich hier. Leon! Ja, ruhig, Mädchen. Thanks for the assist, partner. Egal, wir kommen trotzdem rüber. Wir sind ein Dream Team hier. Und ich rede nicht von mir und dir, Corando. Ach, schade. Wäre aber schön gewesen. Ja, wir sind auch ein super Team, aber ich finde Helena und Leon, die beiden, also das ist echt. Das ist wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Und Alter, wenn der auf die Brücke kommt, dann bin ich doch mit einem Fettwanz auf der Hängebrücke, das ist nicht gut. Ist nichts Gutes. Ich glaube, dem verpasste nochmal hier, platziere hier nochmal eine Sprengladung auf dem Boden. Ich muss mich mal beeilen. Und aktivieren. Das hat ihn doch glatt umgehauen. Das war selbst für ihn zu viel. Ja, perfekt. Boah, ist das dunkel. Das kann man doch nicht geben, ey. Das ist doch echt. Das kann man echt nicht geben. Das kann man nicht geben. Zu keinem Anlass kann man das geben, oder? Nee. Das also ist keine Gabe. Das ist keine Gabe. So wütend, dass ich hier schon alle Vasen kaputt trete. In der Dunkelheit. Ja. Der Boah, Moment, Moment, der hat eine Suicide-Weste um. Das ist so ein Selbstmord-Zombie. Das. Oh Mann. Boah, jetzt geht's rund hier. Der hatte ohne Scheiß Dynamit um den Torso gehört. Solange er nicht explodiert, ist es okay. Der hatte irgendeine Schau. Hatte er doch, oder? Ich glaube ja, ich habe das auch so leicht. Ist hier Al-Qaida-Zombies oder was? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will nur hier weiter rauskommen. Kann ich ihn runterwerfen? Nee. Oh. Leider nicht. Da ist er gewesen. Ja, er hatte Dynamit in. Verdammt. Naja, egal. Wir haben genug Medizin dabei. Du schmeißt dir wieder die Pillen, als ob das hier Lutschbonbons wären. Ich sehe hier nichts. Fettwamst. Komm, platziere Bombe. Ich platziere die Bombe. Ach, der wackelt schon alles hier. Ja, komm. Schnell. Oh Gott, ich kann nichts machen. Jetzt. Ach. Hoch und am Ende der Brücke platzieren und weg. Renn weg, Helena. Helena, geh weg. Ja, macht sie, macht sie. Jetzt komm hoch. Wie hält das aus? Dickerchen. Und los. Ja. Ah, herrlich, wunderbar. Er lebt aber noch. Nee. Das hat ihn wieder vom... Aus den Socken gerissen. Ist das ein Fettsack hier. Biggest Loser, Staffel 3. Ich will doch nur sehen können. Da macht die Döppen auf. Und dabei habe ich die Gamma doch am Anfang schon so hochgestellt. Aber wer hätte ahnen können, dass wir hier durch die Finsternis des Erdkerns straxeln müssen. Aber ehrlich. Oh, Helena, ey. Geh in Zirkus. Vor allem macht er da noch ein Salto hinterher, ne? Ja, komm wieder zurück. Oh, was? Wo ist die? Die ist runtergefallen gerade. War das denn jetzt... Leon! I need your help! War das geplant? Nee, die braucht meine Hilfe. Kann ich dir glauben? Schießt die Zombies weg. Also nicht mit der Schrotflinte. Mit einem Scharfschützengewehr. Ja, das ist ein Einsatz für den Sniper. So, laden wir nochmal nach. Ach, guck mal. Das waren ja nur zwei, was? Die Drama-Queen, ey, die hat uns eigentlich gar nicht gebraucht. Boah, ich sehe doch gar nichts. Ja, und jetzt? Wie geht's weiter hier? Kann ich hier mal die Einstellung gleich ein bisschen hören? Oh, pass auf, du musst sie beschützen, da kommt was. Enough already, shut the hell up! Boah, ich krieg das nicht. Da ist meine Fernsicht noch ein bisschen... Oh nein, die arme Helena. Bitte halt dir den Dicken vom Leib, die sind so eklig. Kann ich hier die Helligkeit gleich mal ein bisschen umstellen? Da kriegt man ja zu viel hier. Ich sehe ja nicht mal, was hier lebt und was zu tot ist. Helena, warte mal ganz kurz auf mich. Ja, da musst du sie gleich da ein bisschen selbst durch. So, Spieleinstellung. Bildschirm, ne? Ja, dann komm, mach's mal auf 20. So, 21, zack. Das ist ja echt unmöglich. Und, oh, oha. Guck mal, die habe ich vorher schon nicht gesehen. Suicide-Zombie, weg da. Nee, der ist schon... Ah, okay. Den kann man also nur... Man darf nur nicht drauf schießen. Oh. Nee, der hat ja auch eine Dynamitstange in der Hand. Tatsächlich.
immer noch recht dunkel, oder? Ja, aber gut, so ist das halt hier im Erdkern, ne? Kann ich mich nicht mit anfreunden. Helena, mal kannst du dir keine Halogenleuchten erwarten, mein Lieber. Right. Which means there's gotta be a way out. Ach. Der war aber zu langsam. Gott sei Dank. Da ist er wieder. So. Dass sie jetzt auch alle Sprenglarnungen an sich dran haben. Roger. So, das massive Steinsgebilde kriegen wir aber auch weggedrückt. Die müssen aber eine Kraft haben. Ja, unglaublich. Das hätte ich nicht mal mit 10 Mann geschafft, glaube ich. Selbst ich hätte das nicht mit 10 Mann geschafft. Echt? Mhm. Und das mag ich. Dabei bin ich so eine Kante, ne? Du bist die oberabgeflachteste Kante, die ich je gesehen habe. Ich will jetzt einfach nur noch hier raus. Das ist nichts für mich hier. Nicht hoch. Uah. Schnell hoch. Da geht's nämlich tief runter. Dass es auch anders geht. In Zombie-Spielen hat ja hier Dead Island gezeigt. Ne? Selbst in der schönsten Karibik-Landschaft schlachtet sich gut Zombies. Wie war. Selbst am Tage, ne? Sonst genau. Immer nicht auf diese schummrige Nacht-Atmosphäre. Ja, völliges Klischee hier, dass man hier durch irgendwelche alten Gemäuer kriechen muss, damit die richtige Grusel-Atmosphäre aufkommt. Ach, hey. Wie lange soll ich denn hier noch... Boah, ich kann nicht. Oh oh. Okay. War das richtig? Da war wieder ein Zombie mit Hackeball gerade. Ich glaube, der ist mit abgesaust, oder? Boah, die Musik. Kurando. Ich glaube, der verfolgt uns was, oder? Da kommt Nervenkitzel aus. Nee, wir müssen rennen. Da bricht alles unter uns nieder. Ach Gott. Und dann noch mit dem... Ich renne einfach vorbei. Was für ein Zufall, dass es auf einmal alles einbricht, während wir hier jetzt rüberlaufen. Dich kann ich nicht gebrauchen. Dich kann ich jetzt echt nicht gebrauchen, mein Freund. Gut, dass wir uns besser aus Umklammerungen befreien können, dank Fähigkeitspunkten. Ach, und dann noch... Und jetzt hier, komm, wieder... Helena, komm! Wieder Muskelmann spielen. Jetzt komm schon her! Das schaffen wir sonst nicht. Strongman Dungeon Edition. Jetzt drück doch mal. Hau ruck! Und schnell rüber. Die haben Bärenkräfte, unsere beiden Helden. Guck mal, haben wir alles kaputt gemacht. Auch wundert's uns? Ich meine, Helena kann auch 3 Meter hohe Mauern hochspringen, ne? Das ist schon ein richtiges Kraftbeim. Oh Gott, jetzt strömt das Wasser von oben runter. Land unter. Du kannst dir vorstellen, was gleich mit runterkommt wahrscheinlich, ne? Von oben. Ich spüre den Aalkönig. Spürst du ihn? Ich auch. Ja, guck mal, hier kann man auch auf explosive Gegenstände schießen. Das wissen wir haben doch. Wir doch schon längst rausgefunden. Schon längst gemacht. Wir halten uns wohl für völlig dämlich hier. Völlig mit Schugge und... Für Schiel halten die uns. Ach, jetzt kann ich jetzt steuern? Nee. Das läuft automatisch ab, was? Wieder mal. Ist ja hier wie bei Super Mario 64, die Rutschlevel. Ja, nur ohne Pinguin leider. Ja. Wäre schön gewesen. Unser Pinguin ist Helena. Ach, geh. Warten unter Wasser Level, ist ja schrecklich. Armzug durchführen? Wie? Muss ich das immer drücken? Armzug. Ich brauch's auch. Hast du mal gedrückt? Oder geht das nicht? Doch, das geht aber nur ganz langsam. Nach oben. Lass mir auch mal ein bisschen Luft. Ich würde sagen, es ist Zeit für den ersten Kuss. Das wäre die richtige Situation, aber ich glaube, Leon ist zu prüde. Der will gar nicht. Leon, ey. Oh, pass mal auf, da war der. War er da? Nee. Da war der Riesenkarpfen. Doch, ohne Scheiß. Rechts. Oh Gott. Der hat mir echt noch gefehlt jetzt. Gut, dass wir immer durch irgendwelche Mauern und Gitter von ihm abgetrennt sind. Da hat ein Loch oben. War da eins? Ja. Da tatsächlich. Der dringt doch hier. Wir haben eigentlich noch total viel Atem. Helena, wo bist du? Da bist du schon.
Oh, ich glaube, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, endlich mal für den ersten Kuss. Leon ist so prüde, der traut sich das noch nicht. Ach Mensch, der Leon. Ah, ich habe gerade voll das Déjà-vu. Echt? Ich nicht. Kam mir gerade... Oha. Oh. Okay. Tschüss, ayüsch, wie wir auf der Grundschule gesagt hätten. Das hat mir nicht sehr gut gefallen, Rano. Nee. Guck du mal lieber nach Luftlöchern. Ich glaube, wir sollten mal langsam den Angelhaken rausholen. Ich glaube, den lassen wir lieber drin stecken. Ich glaube, heute Nacht gibt's Fisch. Und zwar für die ganze Familie. Hier ist schon alles gestorben. Widerlich. Oh, nee. Nee. Danke. Sie leben. Dass sie hier noch leben. Oh, das ist ja echt ekelhaft hier. Vor allem, das muss auch stinken hier. Dieses Wasser, das ist so Bracke, weißt du? Das ist ja schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich hier unten im Gröll. Ich bin ja auch ein Mensch, der Wasser hasst. Insofern macht mich das hier gerade vollkommen klaustrophobisch hier, dieses Level. Das riecht man, dass du Wasser hast. Rando, so habe ich das da nicht gemeint. Ich brauche Luft. Und zwar ganz, ganz, ganz dringend. Bevor ich irgendwas anderes mache, hole ich mir jetzt mal Luft. Ja, dann schwimm nicht hier wieder in die nächste Leiche. Oh. Ja, wo ist denn Luft? Ich muss ja da vorbei. Ich kann ja nicht zurückschwimmen. Schwimm doch mal ein bisschen höher oder so. Über die hinweg. Oh Mann, oh Mann. Da kommst du nicht durch links, weiter. Ja, ich gehe ja schon. Beziehungsweise schwimme ja schon. Nach oben. Da oben, Luft, Luft, Luft. Schnell, komm, Leon. Die letzten. Ey, sag nicht, das ist ein Gitter. Du bist auch ein Vogel, da war ein Gitter, da hättest du Luft gekriegt. Hättest du die Lippen. Oh. Der hätte die Lippen einmal durchgeschoben. Ey, das ist eine Drama-Queen, ne? Also, da kann ich länger in die Luft anhalten. Ja, aber hallo. Also, auf 8 Minuten schaffe ich's. Ach, ja. Ja, doch, das habe ich schon gesehen bei dir. Ne? So, egal. Wir sind ja gleich. Ach, ich glaube, die Szene muss immer sein. Den Toten kann ich auch nicht ausweichen. Das kann doch nicht wahr sein. Helena, jetzt hilf mir doch mal. Du siehst doch, dass ich sehr unbeholfen bin unter Wasser. Ich kann ja nicht mal richtig schwimmen. Da, Schachfigur. Das ist eigentlich gar nicht mal so wichtig. Doch. Ich guck immer mal ein bisschen nach oben, ja. Wo Luftlöcher sind. Ich versuche an den Leichen jetzt auch mal vorbeizuschwimmen. Hier lang, ne? Ja, sehr gute Idee. Das wollte ich dir eben schon die ganze Zeit. Ich mag jetzt vielleicht Sachen. Du musst sie einfach nicht berühren. Gar nicht mal so leicht. Hallo, ich drücke. Dreh dich. Du musst die Kamera umdrehen. Da. Wie, und jetzt? Jetzt ist ein. Ach, jetzt wieder Teamwork hier angesagt. Und meine Luft sinkt stetig nieder. Was macht Helena? Ey, jetzt komm hoch. Jetzt komm hoch. Helena, jetzt ist nicht die Zeit und der Ort, um sich auf den Boden zu setzen. Gott sei Dank. Das also ich würde sagen, das wäre jetzt der richtige Moment. Hör auf. Was für ein Scheißtag. Das wird auch einer, wenn du damit weitermachst. Oh nein. Helena! No! Hä? Der Aal. Hat er uns jetzt gegriffen? Tatsächlich. Das ist das neue Auge. Ein... Ich weiß... Oh, das ist so ein Ekelhai. Ein Hai-mäßiger, ne? Wie überlebe ich denn den Angriff? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das wird uns bestimmt noch erschweren. Ich glaube, jetzt muss ich erstmal wieder fleißig Tasten drücken. Ich glaube, du sollst ihm die Kiemen herausreißen hier. Tatsächlich ein Hai. Gut, dass sie ihre gute Harpune noch dabei hatte. Ganz schön arg. Also da hätte sich selbst John Carpenter keinen ekligeren Hai ersinnen können. Der ist ja auch ganz schön verschimmelt. Verwest. Eklig. Ach, jetzt komm. Drehen wir. Jetzt wirf eine Brandgranate oder einen Sprengsatz rein. Irgendwas Explosives. Wo haben wir denn die Harpune her? Ich weiß es nicht. Die hatte Helena. Das ist ihre Handtasche gezaubert. Ach Gott. Frauen haben sowas immer dabei. Ja, gut.
Man fragt sich ja eh mal, was die alles in ihren gigantischen Handtaschen mit sich herumschleppen. Jetzt wissen wir es. Harpunen. Überleben Sie die brenzlige Situation? Okay. Ja, wie? Danke. Vor allem, welche brenzliche Situation? Dass ich mit einem Hai hier im Becken bin, glaube ich. Lebt der Mutantenhai noch? Davon gehe ich doch ganz schwer aus. Na dann paddel mal schnell. Kann ich da hoch? Irgendwo? Irgendwo? Hier rauf vielleicht? Oh Leon, da kommst du doch hoch. Da kommst du doch hoch. Die Jungs können hier 3 Meter hohe Wände hochspringen, aber 3 Zentimeter Hang geht Hang, nicht. Das geht schaffen nicht. Sie nicht. Sag nicht, da ist ein Loch, komm. Oder tauchen, oder was weiß ich. Kann nicht tauchen, Leute. Helena, can you do something about these bars? I can try. Hold können on. Sie mir bitte ja, mal. Vor allem sagen. Helena, können Sie. Jetzt mach mal ganz hoch. So, jetzt. Ja, danke. Oh, 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 oh. Es rumort unter mir. Jetzt, ich glaube, da wird jetzt gleich eine Flosse auftauchen. Ach du Scheiße. Ich drücke. Ja, ich drücke. Schneller. Boah, Helena, schieß mal noch ein bisschen mehr. Was kommt da raus aus ihm? Das ist ja ein Hirschkäfer. Ich kann nichts machen. Ich hab gedrückt. Ich bin noch nicht tot, oder? Nee. Hä? Leute, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Das kann nicht sein. Das ist doch nicht... Achso, die schießen auf den Hirschkäfer. Ja. Ich hab mal ein Xbox Indie-Game gespielt. Schneller. Das hieß Dead Sea. Da war genau das gleiche gefordert. Wie, jetzt ernsthaft? Ja. Genau das gleiche. Das sah nur ein bisschen schlechter aus. Ey. Aber das war auch so mit vor Haien flüchten und so. Oh. Und noch einmal. Der erwischt einen gleich immer, oder? Ja, so nimmt man an, aber irgendwie passiert ja nichts. Das ist das Komische. Egal. Ich hatte auch gar keine Lebensanzeige gehabt. Glad you stuck around. Also die Szene würde ich Capcom empfehlen, nochmal zu überarbeiten. Das war nicht sehr überzeugend. Fandest du nicht? Nee. Ich auch nicht. Dann sind wir uns ja wie immer einig, lieber Kurando. Immer ein gemütlicher Konsens bei uns. Ach, das ist doch schön. Kann ich hier denn noch hoch? Gibt's da vielleicht noch was? Ja, aber jetzt weiß ich nicht, wo muss ich denn hin? Was sagt er mir? Er sagt mir, ich soll runtergehen. Aber ich würde schon noch gern gucken, ob hier noch was ist, oder? Oder geht's einfach nur zurück? Was heißt zurück? Wir sind ja durch das Tor gekommen im Wasser. Nee, da war ja noch da unten was. Ah ja. Weißt du? Also er zeigt mir den Weg auch nach da oben hin, wo ich herkomme. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier hin. Hergekommen bist du aus dem Wasser. Ja, ja, aber ich meine jetzt davor. Zeig ich dir. Ah, okay. Du verstehst ja nur, wenn ich... stehe, glaube ich, gerade auf dem Schlauch. Wenn ich es dir bildlich zeige, verstehst du es, glaube ich. Hier. Ah, okay. Gut. Ist hier denn was? Munition für unsere Kubra. Ne, war das Kubra? Klapperschlange. Ganz nah. Aber knapp vorbei. Der will doch, dass ich da hänge. Ich gehe jetzt doch dahin, ja? Komm. Ist ja auch egal. Wir bräuchten mal wieder Kräuter. Ja, ja. Das wäre ganz schön. Aber unser Inventar ist doch eh schon relativ voll. Ja, aber wir haben ja leider keine Fähigkeit gefunden, mit der wir das Inventar vergrößern können. Beziehungsweise haben wir nicht länger gesucht danach. Ja, letztendlich haben wir auch genug Kram. Ich glaube, das ist echt nicht unser größtes Problem. So, ich gucke jetzt mal hier unten. Zed sagt mir nicht, hier geht's nicht durch. Dann setzt es was. Ach so, Teamwork. Genau. Da hat der Fisch doch drauf gepocht, dass wir das öffnen wollen, oder? Ja. Wie sie die Bow. Latna. Jetzt aber.
da kommen immer die Fässer angeschwommen. Boah, der hat Arme der Reihe. Ja, das sind wahrscheinlich Explosionsfässer. Ich glaube, die kannst du zum Explodieren bringen, wenn sie neben dem Hai sind. Gehe ich doch stark von aus. Hoffe ich zumindest. Ansonsten schieß auf die mutierte Zunge. Jo, das ist, glaube ich, der Schwachpunkt. Aim for the dynamite! Jetzt schnell hoch! Und er lädt nach in Zeitlupe. Das kann doch nicht, das kann's doch nicht gewesen sein, oder? Das kann's doch nicht gewesen sein. Das ist unverschämt. Ich hab doch echt immer Glück, dass er im richtigen Zeitpunkt erst nachladen muss, oder? Mann. Bitte gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, Kurando. Ey, ich geb mir ja sogar Mühe. Das mag zwar niemand erkennen, aber es ist tatsächlich so. Passt. Ich lade jetzt erstmal noch. Muss mal ein bisschen mehr auf meine Munition achten jetzt. Jetzt kommt die Zunge raus. Jetzt lade ich sicherheitshalber noch mal vorher nach. Ausreichend. Ist aber auch echt brenzlig. Aber Hut ab für Leon, dass er trotzdem noch so koordinieren kann in der Situation. Ja. Er rutscht rückwärts einen. Und er lädt nach. Nee. Alter, nimm die Shotgun. Nimm die Shotgun und schnell. Oh Gott sei Dank. Boah, ist das anstrengend. Ist das anstrengend gewesen. Mir geht die Pumpe hier. Bei mir diesen auch. Spannung geladenen Action-Szenen. Da war auch erst die Xbox nochmal eine Ladezeit für. Puh. Komm, einmal hier den Schweiß von der Stirn wischen. Oh, gib mir mal eine Backpfeife, ich muss wieder auf den Schlauch kommen. Gut, danke. Das hast du gebraucht, ne? Das war gut. Dafür sind Freunde da, Kurando. Soll ich dir noch eine Backpfeife geben? Nee. Nee, okay. Danke. Ja, kein Ding. Oha. Ja, Fukushima all over again, würde ich mal sagen. Das war aber echt jetzt dramatisch dort, oder? Das sieht hier stark nach... Ich glaube, die sterilisieren das alles. Also Simmons ist echt... Das ist, glaube ich, echt ein Fiesling. Wo ist Simmons? Nach dem Sprechen mit dir, er ist in einer Hurry. Shit. Wo ist er gegangen? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. Anyway, we can find out where he went. Don't worry. I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now, where his private jet is preparing to leave for China. China? Yes. Take a look at these. Another bioterrorism attack. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe 6 months ago called the C-Virus. C-Virus? We saw cocoons just like that here. We need to stop Simmons and take him into custody right away. We have no evidence. And right now, you two are on the top of their list of suspects. No. Listen, Hunnigan, I need you to fake our deaths. Can you do that? What? Of course. But they'll figure it out eventually. What are you going to do? We're going to China. Ja, das war noch dein Geschmack, oder? Ja, ich bin ja ein sehr großer China-Fan. Damit haben wir das Kapitel 3 erfolgreich abgeschlossen. Das ging auch ein bisschen schneller. Ja, als die Länder hin. Aber ich muss sagen, es hat mir im Vergleich zu den anderen ersten beiden nicht so super gefallen, weil es ein bisschen dunkel war. Ja, nee, ich fand auch. Ein es bisschen war dunkel und zu viele Rätselraten. Ja, ja. Es waren keine schweren Rätsel, aber. So, was wollen wir denn diesmal verbessern? Jetzt wird's auch langsam teuer hier. Kritischer Treffer Level 3, Nahkampf Level 2 können wir uns beides nicht leisten. Gucken, ob es irgendwas Neues gibt, was vielleicht doch das Inventar noch ein bisschen ausbaut, ne? So, Zombiejäger, finde ich, hat auch was. Stärke gegen Zombies erhöhen, in Anbetracht der Tatsache, dass ein Großteil unserer Gegner Zombies sind. Obwohl es jetzt ja mehr
auf den C-Virus zugeht. Das heißt, ich denke, es werden jetzt mehr Mutanten auftreten im nächsten Kapitel. Genau, das kann sehr gut sein. Waffen können schneller laden? Nein. Ja. Hätte ich eben gebraucht. In der Zeitlupensequenz. Letzter Schuss finde ich völlig... Nee, das brauchen wir nicht. ...bescheuert. Nee, wilde Ballerei. Was? Wilde Ballerei ist, glaube ich, für solche Hardcore-Gamer, die es sich schwerer machen wollen. Kampfenergieleiste. Naja, auch. Befreiungstechnik haben. Ach, das mehr ist auch nur ein Fett. Das war ja wieder das, was war. Letztes Mal. Schnelle Erholung. Das ist auch nicht so toll. Braucht man stark im Team. Ach nee, ich will kein Team. Das ist nichts für mich. Helena, da ist ja kein Verlass drauf. Ihnen bei ihrer Rettung eine kleine Gesundheitstablette zu verabreichen. Naja, Einzelgänger ist schon Murks, das kennen wir ja schon, mehr Munition. Ach, das ist nur begrenzt auf bestimmte Waffen. Das kannst du, da du hier das Spiel kontrollierst, vielleicht besser beurteilen. Nee. Ich will davon nichts, muss ich sagen. Vielleicht sparen wir sonst einfach. Ich wollte gerade sagen, kritischer Treffer Level 3 oder. Das Einzige, was ich überlegt habe, ist, ob wir vielleicht doch zu Schusswaffe, stärkerer Schusswaffe überwechseln statt Nahkampf. Aber du benutzt eigentlich auch oft die Kicks, ne? Ja, deshalb, ich lasse es erstmal so. Okay, dann sparen wir mal. Wir dann gucken sparen wir für die besseren. In Chapter 4 gucken wir weiter, ne? Alles klar.